Aber um in dem Bezug vielleicht auch noch was anderes zu erzählen, was mir heute auch den ganzen Tag durch den Kopf gegeistert ist. Und zwar, als ich 2014 meine Operation durch hatte und mit der Chemotherapie angefangen habe und so super schlimm in dieser Strahlentherapie und so auch drin war, da bin ich irgendwann, weil ich musste ja wieder laufen lernen und sowas und bin dann immer noch sehr wackelig gelaufen. Da war zum Beispiel auch so eine Situation, da bin ich mit der Physiotherapeutin, ich glaube, das war eine Physiotherapeutin, durchs Krankenhaus gelaufen, um wieder laufen zu lernen. Und dann stand ich da in einem Treppenhaus und wusste nicht mehr, wie man eine Stufe hochgeht. Mein Kopf hat meinen Beinen gesagt, so von wegen, jetzt geh die Stufe hoch und nichts ist passiert. Aber das ist sozusagen nur, die Story ist eigentlich noch viel länger. Was ich eigentlich erzählen wollte, war, da kam irgendwann der Tag, da wurde ich aus dem Krankenhaus entlassen. Und eigentlich wollte ich selber nach Hause, weil ich irgendwie so das Bedürfnis hatte, selbst mal wieder zu laufen, ohne irgendwie Hilfe von irgendwem anders. Und dann war das aber so, dass mein kleiner Bruder mich abgeholt hat, hat mich mit nach Hause genommen und so und war wahrscheinlich auch die bessere Entscheidung. Ansonsten hätte mich wahrscheinlich irgendjemand geräubert oder so. Ich bin da noch sehr klapprig damals rumgelaufen. Auf jeden Fall, als wir dann zu Hause ankamen, habe ich im Garten so ein bisschen laufen geübt und dachte mir dann, ach komm, jetzt gehst du mal irgendwie ein Stück weiter, läufst mal in den Park oder irgendwie sowas, hast ja eh den ganzen Tag Zeit, hast dir nichts vor. Und als ich dann da angekommen bin, habe ich schon gemerkt, so, dass mich tierisch die Kraft verlassen hat, weil ich war ja von dem Punkt an, ich glaube 4 Wochen oder so, schon nicht mehr richtig selbstständig unterwegs und mir ist andauernd schwindelig geworden und so eine Sachen. Und dann irgendwann ist mir wirklich richtig übel geworden. Dann dachte ich mir so, okay, jetzt läufst du mal besser nach Hause. Und habe meinen Papa oder meine Mama angerufen, das weiß ich schon gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall habe ich mich dann einfach auf den Bürgersteig gesetzt, so einfach auf den Boden und habe mich so an den Zaun angelehnt. War auch sehr warm an dem Tag und mir ging es echt wirklich nicht gut, aber ich war noch so klar bei Verstand. Und auf einmal kam so eine Omi da lang gelaufen und ohne ein Wort zu sagen, stellt die so ihre Einkaufstüten ab und setzt sich neben mich. Und hat erstmal nichts so gesagt, so hat erstmal irgendwie so 5 Sekunden so ihren richtigen Platz so gesucht und fing dann auf einmal an mit mir zu sprechen. Und sie sagt, guckt mich so an und sagt, so kann ich Ihnen helfen? Und ich war so, na, ich habe schon meine Eltern angerufen, ich weiß nicht so ganz, ich komme gerade aus der Krebstherapie und hatte eine Kopfoperation und irgendwie geht es mir nicht so gut. Und dann hat die da mit mir gesessen, bis meine Mom oder mein Dad mich abgeholt haben. Und die Frau war bestimmt schon so 80 oder irgendwie sowas. Und ich kann diesen Moment einfach nicht vergessen, wie herzlich die war. Also was das für ein wunderschöner Moment eigentlich war. Sowas ist halt auch so Zeug, was mir irgendwie durch den Kopf geistert. Also wie gesagt, da sind manchmal irgendwie negative Sachen dabei, als auch positive, seltsame und was weiß ich nicht alles. Und ich glaube, mir würde das in der jetzigen Zeit gerade so in die Richtung gehen, wenn meine Krebstherapiearbeit endet, ganz gut tun, einfach so ein bisschen Zeug so von damals zu erzählen, um so die Gedanken irgendwie so ein bisschen loszulassen. Aber schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ist das zu verrückt oder geht das noch klar? Aber jetzt, so wo ich es euch gerade erzählt habe, so wenn ich so drüber nachdenke, ey, was für eine liebe Frau das gewesen ist oder ist. Eigentlich eine super schöne Erinnerung in einer sehr dämlichen Situation. Naja. So, jetzt werde ich mal gucken, ob ich noch irgendwas Sinnvolles mit dem Tag anfangen kann. Außer hier die ganze Zeit im Bett rumzukobern und irgendwie in die Kamera zu sprechen. Ich muss übrigens auch gleich mal raushauen. Irgendwie fühlt sich's gerade voll gut an, das erzählt zu haben. Ich weiß nicht, ob das auch so ist, wenn einen das so den ganzen Tag irgendwie beschäftigt, ob es denn sinnvoll ist, darüber auch dann gleich zu reden.
Oder ob es auch sinnvoll wäre, bestimmte Sachen nicht zu erzählen. Aber ich glaube, wenn schon, denn schon. Ich glaube, wenn muss man wirklich alles irgendwie loswerden. Mal sehen. Mal gucken, wie es weitergeht. Crazy und so. Das hier sind übrigens die geilsten Wasabi-Nüsse, die ihr irgendwo bekommen könnt. Super scharf. Nicht so eine ekelhafte Panade da drum. Und glaubt mir, ich habe sie alle ausprobiert. Denn Wasabi-Nüsse sind mit das geilste überhaupt zum Snacken. Gebt euch mal die schönen Tulpen, die ich meiner Mama bei Lidl gekauft habe. Ah, nicht bei Lidl, bei Netto. Kam irgendwie 1 Euro oder so, oder 1,50? Mega schön. Meine Zunge brennt einfach mal ultimativ. Selbstredet. Ich glaube, ich düse nochmal in die Stadt und mache bei diesem wunderbar dunklen, verregneten Wetter ein paar Fotos. Quizfrage: Sind diese Bananen noch gut oder sind die nicht gut? Sind die innen hell oder sind die schon gammelig? Was würdet ihr sagen? Ich glaube, ich reiß die ganzen Post-its ab. Eigentlich bin ich durch mit dem Thema. Und das sieht gar nicht mal so aus, als würde großartig was fehlen. Guckt euch das Chaos an. Hey. Vielleicht sollte ich einfach mit der ganzen Scheiße mit dem Basteln hier aufhören. Aber ich weiß, dass es mir dann irgendwann fehlen wird. Aber das mit dem Post-it, also es fühlt sich gerade fast ein bisschen gut an, die Dinger abzureißen. Ich weiß gar nicht, ob ich das so aus einem Grund mache, weil ich mir das so in den Kopf eingehämmert habe, von wegen, wenn die Chemotherapie vorbei ist und der Krebs weg ist, dass ich dann ein ganz neuer Mensch werde, ein ganz neues Leben führen kann. Viel glücklicher und besonderer. Und dann brauche ich die ganze Plünder nicht mehr. Dann mache ich alles mit der Kamera. Viel erwachsener, oder? Was schätzt ihr insgesamt, wie viele Post-its das hier so sein werden? Ich würde mal sagen, das sind bestimmt so 2000 Stück oder so. Also auch die, die nicht beschrieben sind, so mit eingerechnet. Bestimmt sowas in dem Dreh. Aber darunter, ich bin manchmal schockiert, was da noch so für Sachen aufkommen. Da war zum Beispiel hier noch was ich irgendwann mal angefangen hatte, wo ich Leute angequatscht habe. Also bei uns zum Beispiel in Frohnau hier, das Café, wo ich letztens war, das Zeldingers, wo ich heute war, wo ich aber nicht weiß, wann ihr das im Video seht. Und da hatte ich die angequatscht, ob ich Videos für die machen kann. Und das war damals aus so einer Situation noch heraus, weil ich wirklich nichts mit mir anzufangen wusste während der Krebstherapie. Keine Kohle, gar nichts. Und ich wollte irgendwie so ein bisschen hier natürlich was beitragen, aber ich wollte mir auch eine Kamera kaufen und so. Und also eine bessere Kamera. Und da bin ich hier überall rumgezirkelt und habe versucht, irgendwie Kohle zu verdienen. Hat übrigens nicht gut funktioniert. Glaubt ihr, wenn ich da ein Geodreieck drunter lege, dass sich die Dinger schneller lösen oder dass man die damit schneller abbekommt? Ich habe so ein Ding gefunden. Oh, hält das fest.
Ja, die sind so mit so Doppelklebeband drauf gemacht. Ja, aber das bringt nichts. Komm, einer wenigstens. Tada! Das ging gut. Wie ein Befreiungsschlag, oder? Ja, das muss ich dann natürlich noch wegmachen. Zieht euch mal rein, was da bei dem Fuß geht. Aber jetzt müssen wir uns irgendwas Neues einfallen lassen, was wir da machen. Kann ja nicht einfach nur so eine weiße Wand bleiben, oder?